umgebaut, aber ich glaube, wir müssen nochmal ein Stockwerk anbauen. Also erstmal, nach da, also die kann ich weitermachen.
Bein anziehen, dass ich beide kontrolliere. Und dann von hier aus dicht dran. Okay? Den Schützenschüler haben wir auch mal gehört, dass wir es hier gelernt haben. Das ist aber ein Schüler, der mich unterrichtet, das sind Jahre als Musiker unterwegs gewesen. Ja, hallo. Erstmal wollte ich sagen, dass das, was Charlie weitergeführt hat damals, hat er dann auch gehört, dummerweise. Und Charlie hat das ja dann weitergeführt. Und für alle die, die mich darüber stark machen, mit Jitsu und Lehrer und hin und her, und es gibt ja so viele Schulen und so, nicht nur weil er ein guter Kumpel ist, kann ich nur sagen, dass Charlie für mich so mit der beste Trainer ist, den ich gesehen habe. Deswegen können wir glücklich schätzen, dass ihr hier mit Charlie trainieren dürft. Und ich bin dankbar, dass ich hier sein darf und mein Köln hier nicht Köln kurz zeigen kann. Also, war ich immer Steve. Ja. Das war nicht abgesprochen. Wir waren auch in einer Gruppe damals. Deswegen, gut. Okay. Ich hab mir gedacht, wie man hält hier fest. Ich mache jetzt immer ein bisschen weiter weg von denen hier. So, auch hier wieder aus dem Gleichgewicht bringen. Ich gehe 45 Grad nach hinten und versuche auch gleich zum Halt zu gehen und versuche hier hinten festzuhalten. Warum? Das zeigt euch ja Charlie auch immer, weil sonst geschlagen ist das. So, ich habe meinen Finger hier hinter, ja. Ich mache die Bewegung 45 Grad nach hinten raus und gleichzeitig versuche ich seine linke Hand wegzuhalten, indem ich ihn halt ein bisschen hier am Hals den Punkt treffe. Ich schlag mit Stoh hier auf den Muskel, damit er ein bisschen locker wird. Dreh, ja, und bring ihn runter. Erstmal. Nochmal. So. Eins, zwei. Wollte ich mal zählen? Ja. Ja, der ist angebrochen. Der nochmal? So. Ich war das nicht, ich mache schon mit den Gerüchten. Wir machen das natürlich erstmal ohne Schlag. Wenn der Schlag kommen würde, wäre klar, ne, dass wir hier sind. Aber wir machen das jetzt nur basic, das heißt von hier. Ich gehe hier hin, hier runter, drehe ihn am Körper. Guck auf die Füße. Ja. Nicht hier, weil sonst wird es 12. Aber knapp. So, von hier runter. Nochmal? Ja. Nein, nicht simpel, oder? Kennt ihr ja. Nochmal? So. So, fertig. Mit dem Körper, dreh mal den Körper, mach den Schnitt. Weil ich halt schlagen kann. So weiter, falls etwas passiert. Weil so eine Form, das seht ihr halt in Übungen. In der Regel, real life, in echten Freien, wieder aus, dann muss ich halt andere Dinge machen. So, hier hin. Von hier habe ich den Arm. Ich kann nach oben gehen, falls er loslässt, ist es okay, dann passiert nach unten. Ich halte weiter fest, liegt zum Punkt, der knickt das Ganze ein. Ich gehe rein, bin hier weiter hinten, nicht zu weit vorne, sondern dass es aus dem Leichtgewicht ist. Und dann kann ich jetzt aufdrehen. Hier.
hier drin. Also komm mal jetzt mal hier zu mir, wieder zurück. Da. Okay, probier. Dann nach vorne gehen. Ne? Das heißt, wie hier steht, hier kann schon der Backpfeife kommen, hier könnte der erste Schlag sein, der zweite, und ich mach nur hier hin. Eigentlich würde ich gehauen, im Ellenbogen ist der erste Schlag. Ne? Das heißt, vom Prinzip, wie die ersten zwei von drei Schläge. Und jetzt kann der Arm, kommt der Grund an, der Arm flutscht schwer aus, dass ihr einfach weiter pushen und kommt hier rein für den Burger. Oder der Arm flutscht schwer aus und kommt einfach hier rein. Oh, so ist das hier original. Das sind alles so Beinvorlagen, das kann passieren. Aber für euch, die euch schlagen, 1, 2, ein Start von unten, das sind die ersten zwei Schläge, dann 1, 4 ist mehr zum Arm. Und wenn man Kopf dichter rankommt, ist das auch ein Schlag. Wow. Und jetzt kommen wir hier schon. Der erste Schlag, sie ist gleich von eigenen Ohr an und der macht den Job. Das heißt, ich muss dich hier nehmen und ich kann hier gleich betrauen, kann hier durchkommen, kann weiter tragen. Die zweite Hand holst, beide Hände haben mit einer Hälfte. Nee, gut. Verstehe. 1, 2, 3, 4. Nach dem vierten kommt von hier der Hilfe. Hier rein, holt euch beide Hände und dann habt ihr was schon durch. Immer gucken, er hat noch einen Raum. Oder machen wir den Hebel zu Ende. Oder was ganz anderes. Immer schaut, dass einer geht mehr, nicht auf einen Deck. Das ist die klassische
Also, wow. Und ihr auch. Das ist ein sehr schöner Festweg. Also, und Bobby, Sie, ich baue jetzt mit dem Arm hier auf die andere Seite. Und hier kann ich gleich mit dem Knie stoßen und gleich nach hinten. Bein hinten absetzen. Hier. Und zwar, das ist eine sehr gute Möglichkeit, wenn Gussadolge nicht hier, ne? Hier bin ich, versuche Gussadolge zu machen und der Arm fliegt weg. Dann kann ich gleich. Überlangen wollte.
Ja, das ist vorbei, 45 Grad, Schlag, jetzt geht nach vorne. Das Körper geht nach vorne zu bringen. Auch hier Kick von den Tieren. Und sagen wir, ist das diese Bewegung hier. Kontrollieren, dass wir nach vorne gehen. Ich würde jetzt gerne auch fliegen, aber mein Ziel. Ja? Und deswegen, ich kann natürlich auch solche Sachen machen. Ja? Aber, was wir machen wollen, ist, hier, das drehe ich. Und dann. Ich hoffe, ich bin ganz gut die Hände oben zu haben. Auch ich fühle keinen Stress, also es ist ganz gut vor, schon gedeckt zu machen. Dann kommt der Schlag und ich gehe raus, glaube hinter den Ellbogen, aber es ist so, dass ich nicht nur die Arme hochnehme, ja, sondern dass es auch ein Hit ist. Das heißt, ich komme von unten nach oben, was im Ernstfall sogar schon zum Bruch von seinem Arm führen kann. Wie gesagt, was Philipp sagt, das ist auch wichtig, ist Toni, nicht vor dem Arm, sondern dahinter. Okay, dann eine kleine Variation ein bisschen weiter. Ich gehe raus, wir kommen hier hin, setzen dann wieder an, hier würden wir auf Busche runtergehen und jetzt wechsle ich rum zu oberen Kontakt und raus, Schlag auf, komm hier rum. Ich kann auch sagen, dass deine Kontern auf mir rumkommen zu mir. Ja, wir auch noch nicht hier runter und zu oberen Kontakt und Kontrolle. Ja. Und dann drückt man nach vorne, das Schmerz. Was macht man dagegen? Das Wichtigste ist halt auch mal, dass die Bewegung kommt, ich weiß nicht wann. Ja, hier schon zu spät. Ja, hier kann ich höchstens rüberlegen. Wenn das kommt, ja, sind meine Arme hier. Ich bringe mein Körpergewicht nach unten. Ja, eine Möglichkeit ist, dass wir beide Hände greifen. Natürlich kann man auch hier den Kopf. Wie heißt das mal? Kikapo? Und wir bringen das hier rüber. Nochmal. Wichtig ist eigentlich diese Bewegung. Dass wenn er das richtig schnell macht, dann kann man nicht noch. Natürlich kann er mich nach hinten reißen, das wissen wir alles. Ja. Aber wir machen jetzt die Technik. Zeit. Kapuken, wir drehen die hier rüber. Wir rüber. Von hier. Das ist dann auch so eine Art, wir kennen die Hä? Wieder. Nochmal. Schlaf auf. Der fällt besser an die Frau. Ja, aber der Konter ist hier. Hast du mir vorweggenommen? Ja. Ja, Arme sind hier dran. Ja. Ja, Schlag und Kopf. Ja. Die Finger gehen nach außen. Ja. Wenn ihr seht, das gleiche, was die vorhin auch erklärt hat. Ich fange nicht hier aus Schieße an. Die Arme sind so hoch, ob ich das sein oder auch hier rüber. Das ist ein richtiger Schlag. Wieder aus dem Impuls. Das ist wie eine 8. 1, 2, boom. Hier rum, wie eine liegende 8. Mit dem Schritt hier raus. Okay, und für die, die ein bisschen mehr Bewegung haben, ein bisschen mehr Action, hier mit dem Schritt raus, um auch gleich den Kick hier hin oder in den Bauch. Okay, jetzt nicht mit Kraft, sondern der Schritt zieht nur hier hin.
Dass ich über die Hände üben. Und wie gesagt, dann voll auf die Kleidung, auf der Haut, dass ich bin. Ich bin gelegt hier rein. Ich habe auch so viel Druck mit der Arme und gleich hier rüber. Wenn ihr ausgibt, Schwung, boom, von hier kommt der Pass. Und dann machen wir die Bewegung weiter im Schritt, boom, hier rein. Ihr könnt ja auch in den Rudel gehen, hoch nach vorne, das Knie hier hin. Okay. Das ist schon hier, wie gesagt, nicht einfach mit dem Arm gehen, sondern das ganze Körpergewicht kommt auf hier hoch. Ich stehe hier den Arm schon lang hoch, hier rüber. Okay? Ihr könnt auch theoretisch hier aufgehen. Zack. Und jetzt ziehen, das Bein schon getroffen für den Kick und dann nur über die Schulter arbeiten. Probiert mal. Und ein Stil ist Takagi Yoshin Ryu. Und da gibt es Techniken zu Anfang, in Togakuri, Takagi Yoshin Ryu. Wie man jemanden angreift oder einen Angreif einleitet, wenn man an dem nur vorbeiläuft. Also wenn er noch gar nicht weiß, dass er überhaupt angegriffen werden soll. Okay? So sagt er, angenommen, ich renne zu seinem Freund hin und will ihm aufs Maul hauen, ich weiß nicht, wer zu dir zugehört, und auf einmal greift er ein. Direktere Sachen, aber hingeschlagen, auch subtile Geschichte. Ach, das soll ich machen? Ja, ja. Also, wie gesagt, das ist so aus den Schriftrollen, damals von Matsumis erzählt damals, und das wirkt jetzt alles ein bisschen statisch oder nicht real, aber das ist nicht gut. Nimm mal einen Lüfter nicht vorbei, ja. Das eine Lüfter kommt, er ist gerade an mir vorbei. So. Ja. Ja. Das ist die andere Geschichte, ich bringe ihn aus dem Gleichgewicht. Ja. Ich habe hier einen starken Griff, der dann da geht. Das ist die Gleichstufe. Das erste ist, ist eins. Ja. Und jetzt gehe ich hier hin und das ist der Schlag. Ja. Dann zieht er wieder, weil eigentlich ist diese. Also, er geht an mir vorbei und guckt, er ist jetzt schon fast so weit, jetzt ist in der Bewegung. Halt in der Bewegung. Ein Schlag, zweiter Schlag. Ich ziehe wieder aus dem Gleichgewicht. Das ist ein Schlag von vorne und ganz von hinten. Beide zusammen. Ja. Also langsam, nimm es so aus. 1, 2, 3. Zusammen. Kontrolle mit dem Fuß. Ja. Guck auf die Beine. Okay. Ich kann auch wieder die Beine sind da vorne, sodass er dann mit seinem Rücken, mit der Hüfte, dann in der Hand hat. Hier lasse ich mal ein bisschen viel nach, man kann auch. Dann würde ich gleich sein. Wichtig ist nur, wenn man hier reingeht. Ja. Okay. Bam. Und dann. Okay. Garuki Gama. So. Also. 1, 2, 3. Hier. Dann nehme ich den Arm. Aber hier, Sunda ist mit Brennen.